Ach, und da gibt es schon wieder tollen Regen. Aber es nützt ja nichts, denn ich, meine Freunde, muss aufstehen für euch, denn wir müssen natürlich draußen weiterarbeiten. Morgen wird es wieder sonnig. Auch seltsam, dass es immer nur mal einen Tag regnet und heute haben wir extra Glück. Theoretisch könnten wir in die Minen gehen und ein bisschen Kohle sammeln. Oh, Rasmonius. Ja, Glückwünsche, junge Update. Ich habe hier etwas für dich, das sehr von Arkane spezielle Energie zeugt. Benutze es weise. M. Rasmodius, Zauberer. Oh, cool. Und sie arbeitet an unserem Haus. Naja, das sind natürlich die Hochzeitsvorbereitungen, sag ich jetzt einfach mal. Und ja. Wir könnten Dinge tun. Könnten Dinge getatet haben. Getutet haben. Getutet. Tutet. Morgen. Morgen, morgen. Morgen, Tabi. Wie geht's dir? Und natürlich morgen, Tiki. So. Wir haben kein Heu mehr. Heute ist Dienstag, heißt es nicht so schlimm. Können wir theoretisch ein neues Heu kaufen. So. Schaut es da drin aus. Wenigstens haben alle Abonnenten Hühnchen essen. So, Timmeria, ja, wie geht es dir, meine Hübsche? Geht's dir gut? Oh, Lisa. Oh, guten Morgen, Fallen. Natürlich auch eine weitere Lisa. Keine Ahnung, warum wir zwei Lisas hatten. Inventory voll. Schön. Inventory voll. Schön. Inventory voll. Schön! Oh Mann, ey. Warum ist Inventory immer voll, wenn ich hier unterwegs bin? Ist es etwa, weil ich voll bin? Nein. Ich glaube nicht. Bin ich voll? Nein. Oh, wir haben goldenes Duckei. Ich frage mich, wann diese kleine Timmeria-Maus endlich mal ihr Zeug fallen lässt. Also, eine Feder. Feder. Oh Gott, ey. Ja, nee, also wie gesagt, heute läuft es im Endeffekt darauf hinaus. Wir schauen natürlich erstmal, dass wir alle knuddeln. Och, Arminia, Wada, wie geht's euch beiden? Ich liebe euch, wie geht's euch? Ah! Fabi natürlich auch, Ruby. Ruby, von dir habe ich auch lange nichts mehr in den Kommentaren gehört. Ich bin mir nicht mal sicher, ob du das Let's Play überhaupt siehst. Falls du es doch siehst, ja, hi. Nee, für die Leute, die es nicht wissen, Ruby war eine von den Damen, mit denen ich damals, wie hieß das Spiel auch gleich, dieses wunderschöne Spiel, Dead by Daylight gespielt habe. Ja, aber Dead by Daylight hat sich dann, ja, für mich halt irgendwann so, es war zwar schon interessant, aber für mich hat sich irgendwann einfach nicht mehr gelohnt, Dead by Daylight zu spielen. Ich weiß nicht, es war so, ja, ich weiß nicht. Oh, wir haben doch noch ein falsches, verdammt. Ah, ich hätte das Ei doch lieber, ach Gott, egal. So, legen wir es einfach in die Kiste. Naja, was sagt ihr? Soll ich die Eiermaschinen auch rausstellen oder stören die hier drin noch nicht mehr? Jetzt, wo wir so viel Platz hier drin haben, sind sie eigentlich nicht mal so wild. Trotzdem würde ich es halt gerne von euch hören. So. Dann erstmal melken. Melk, Dingsbums, Dingenskirschen haben wir natürlich dabei. So, die erste Melk. Was war denn das jetzt für ein Geräusch? Also, sie würde Milch geben, oder was? Ja, sie würde Milch geben. Schön. Goatmilk. Ey, da sind wir natürlich wieder voll dabei. Seltsam, dass sie. Also, was heißt seltsam? Schön ist gut, dass sie jetzt auch jeden Tag Milch gibt. Ich meine, immerhin seid ihr ja gut gefüttert bei mir hier auf dem Hof. So, und dann natürlich. Ach, wir haben zwei verschiedene Sorten von Milch. Zum Glück habe ich nicht geguckt, wer von euch welche Milch gegeben hat. Sonst gäbe es für manche kein Essen mehr. So, allerdings muss ich jetzt an dieser Stelle sagen. Ja, bei Zeiten müssen wir wieder Steine besorgen. Steine, steinige Steine. So, Weathered Floor. Wobei, den Weathered Floor hätten wir, glaube ich, gar nicht mehr gebraucht, oder? Oh, jawohl. Das gehört? Geil. Mag ich. So. Ja, und praktisch so habe ich mir vorgestellt, dass das hier dann aussieht. Natürlich hier offen. Kann ich hier noch durch? Jawohl. So, dann geht es praktisch hier weiter. Wenn ich hier zumache, komme ich da nicht mehr raus. Genau. Das heißt, das... Oh, okay, wir brauchen sogar noch mehr. Ah, Mann, ey. Ja, und da hinten haben wir das kleine Feuerchen reingestellt. Ich glaube, da werden wir auch noch irgendwas Besonderes draus machen. Habe ich gar nicht gewusst, dass wir da reinlaufen. Bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht gewusst. So. Wenn wir jetzt da oben eins reinstellen, kann man hier immer noch gut durch? Jawohl. Okay, passt. Jetzt ist die Frage. Theoretisch können wir das hier einfach offen lassen und so tun, als wenn da hinten eine Mauer wäre, die ja eigentlich gar nicht existent ist.
wobei, wartet mal. Ich glaube, eine Riege will ich dann doch noch dahin machen. So. Das war aber zu viel. Den Stahlzahnreinbau sieht komisch aus. Ne, jawohl. Geil. Geil, warte. So, und ich glaube, zwei Mäuerchen brauchen wir noch. Die Sache ist halt immer so, wenn ich da jetzt zum Beispiel noch eine reinstelle, passt es dann. Ja, gut, wir behalten natürlich das Verschnörkselte bei. Was ich hier aufstelle, weiß ich noch nicht. Ich glaube, hier stelle ich die Previous, also diese Einleg-Dinge auf. Könnte sein, könnte nicht sein, weiß ich noch nicht genau. Hier muss ich aber noch was verändern, weil hier hätte ich das nämlich gerne so. Dann den raus. So, dann brauchen wir doch noch ein Mäuerchen. Zwei Stück an der Zahl. Kann ich da überhaupt das hinsetzen? Hier, gut. Boah, Gott. Ja, das ist immer so ein Problem mit dem Hinsetzen von den Sachen. Ja, dann passt das hier wiederum. Haben wir hier praktisch das Verbundstück hier runter. Ja, ich habe mich natürlich immer noch nicht erkundigt, wie das genau mit den Schweinen aussieht. Ob die Schweine dann, naja, Hilfe brauchen. Also beim Umflügen oder ob die Felder brauchen. Das werden wir dann die Tage auch tun. Also werde ich die Tage tun, ihr natürlich nicht. Ah. Mudstone, weg. Den können wir draußen hinstellen. Ja, ich würde ja so viel Mist einstecken. Gott, ey. Ja, und das Gate können wir auch wegschmeißen. Ich meine, zur Not bauen wir uns einfach ein neues Gate. So. Mal wieder Sachen einlegen. So, was? Geil, wartet. Orange Jelly, lass mir kurz da drin. Dann machen wir diese ganzen Red Gabbage hier mal weg. Mal ganz ehrlich, aus den Ancient Fruits will ich lieber Wein machen. Ich glaube, der... Der ist einfach teurer und besser in dem Fall. So. Naja, also ich habe es mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Ich finde es doch eigentlich ganz hübsch. Ist ganz hübsch geworden. Weil gestern, ich bin ganz ehrlich, gestern zum Beispiel, als es dann, ja, darauf hinauslief, wie, oh, hinauslief, wie es jetzt aussieht, habe ich mir schon so gedacht, so, Gott, ey, ob das gut aussehen wird, ich weiß nicht. Aber naja, jetzt habe ich mich eigentlich damit angefreundet und doch, sieht ganz nett aus. Also ich habe definitiv schon Schlimmeres gesehen. So, und dann können wir hier nämlich auch mal wieder das Zeug reinpacken. Kommt auch rein. Behalte ich erstmal bei mir. Ja, die Crows können wir eigentlich auch mal reintun. Wobei, jetzt haben wir keinen Platz mehr für Steine. Das heißt, die Crows wieder raus. Ja, die Crows kommen dann woanders hin. Da tue ich lieber den Bumper rein. Jo. Gravel. So, und ja, jetzt bitte ich halt an dieser Stelle nochmal um eure Mithilfe. Ich weiß, ich frage euch ziemlich oft nach Dingen, die euch wahrscheinlich, ja, so semi interessieren werden, beziehungsweise vielleicht nicht interessieren oder doch interessieren, ich weiß es natürlich nicht. Was haltet ihr jetzt von dem, wie es geworden ist? Sollen wir das so lassen oder sollen wir das nicht so lassen? Heute haben wir Dienstag, ist jetzt nicht so ein besonderer Tag, natürlich müssen wir die Hopfen wieder mitnehmen. Nein! Scheiße. Ich habe einen von den Hopfen, also von diesen Hopfenstauden zerstört. Oh Gott. Okay, Memo an mich selbst, wenn du mit dem wenn du mit der Spitzhacke auf Dinge rauszimmerst, passieren andere Dinge, die du nicht willst, dass sie passieren. Schön. Ja, gut. Was machen wir jetzt? Gehen wir Steine kloppen. Natürlich erstmal in diesen, dieses komische Hinterlandgebiet-Dingskirchen. Ja, genau. Nein, Quatsch. Was mach ich denn? Das wäre ich wieder irgendwo anders hingefahren. In die Quarry, weiß nicht. Ja, jetzt machen wir hier erstmal grob die Steine weg. Weil ich meine, warum sollten wir in die Minen gehen, wenn wir hier die Steine doch irgendwie auch vor der Tür haben? Und ja, wenn uns das nicht reicht, dann schauen wir, dass wir nochmal hier in die normalen Minen gehen. Immerhin gibt es ja auch noch ein paar Sachen, die wir machen müssen. Dugis müssen wir töten. Ich glaube, da mache ich, nachdem wir die Farm so ein bisschen umgebaut haben und dann auch unsere Liebste auf dem Hof haben,
Weil, so, wenn ich es richtig verstanden habe, macht die Liebste auch Sachen, zum Beispiel, dass er einfach, ja, den Hof sauber hält, gießt, Pflanzen, Tiere füttert und so. Dinge, die praktisch für uns dann so nicht mehr so wild sind oder nicht mehr so, ja, müssen wir nicht mehr machen in dem Sinn. Wow, und deswegen hatte ich mir gedacht, alles klar. Machst du auch einfach anders, sobald die Dame dann da ist. Wenn wir ein bisschen Monsterjäger spielen, ich denke mal, die Hochzeit. Ah, apropos Hochzeit. Gut, dass ich gerade dran denke. Erinnert mich mal in 5 Minuten, falls ich es vergesse. Kleiner Witz. An den Strand zu gehen. Wir müssen nämlich noch das Medaillon besorgen für unsere Liebste. Ich glaube, das haben wir noch nicht gekauft. Und selbst wenn, ne, komm, doppelt ausgegeben ist auch okay. Liebe Wabu, heute konnte ich keine Nack-Nack, so wie du es gesagt hast, kaufen. Das Problem ist, dass die liebe Mani, also die Tierhändlerin, dienstags im Aerobic-Kurs ist. Das heißt, dienstags ist sie gar nicht in ihrem Laden, kann sie gar keine Sachen kaufen. Ja, deswegen. Also ich habe es nicht vergessen, dass du eine Nack-Nack sein wolltest, alles gut. Aber, naja, leider heute nicht. Theoretisch. Ich bin gerade am überlegen, ob wir uns das bessere Katana besorgen. Ob wir uns das bessere Schwert besorgen. Weil immerhin haben wir natürlich auch noch den Hintergrund. Ich guck mal, wie viel besser es ist. Weil theoretisch müssen wir uns das Katana ja eh noch besorgen, weil wir müssen ja für verschiedene, ja, Aktionen immer noch darunter und immerhin, ja, also nicht in diese Minen, sondern zum Beispiel auch in die anderen Minen. Deswegen schauen wir einfach mal. Lava-Katana. 45 bis 64 Damage. Ja, okay. Ach, kaufen wir es. Ob sie den Edge kriegt, er zurückgeschenkt. Können wir es theoretisch mal Stil verwenden. Es gibt ja auch ein paar Waffen, die wir zum Beispiel gar nicht gekauft haben. Keine Ahnung warum, weil wir irgendwie immer bessere Sachen gefunden haben. Okay, gut, dann probieren wir die Klinge natürlich gleich mal aus. Oder? Probieren wir sie gleich aus. Aber erstmal beschenken unseren Freund da hinten drin. So, hey mein Freund. Ja, er liebt dieses Zeug wirklich, denn er findet es irgendwo. Ja, gut. Mehr brauchen wir nicht zu sagen. Nee, du kannst das Zeug praktisch in den Bergen finden und das wollte er uns gerade sagen, deswegen liebt er das Zeug so sehr. Ist ja eigentlich auch schön, dass er uns das so mitteilt. Geil. Ich will auch nur gegen Monstern kämpfen. Will auch nur Monster umhauen. Ah, eine Magma-Geode. 2 Magma-Geoden. Schön. Finden wir vielleicht doch endlich mal andere Dinge. Bitte Monster? Nein. Also irgendwie ist diese Mine scheinbar leer heute. Nur heute. Normalerweise sind hier immer noch Viecher drin. Oh, Fledermaus. Nicht schlecht. Aber ob sie 25.000 jetzt wert war, ist natürlich auch wieder eine andere Sache. Aber nun ja, wir haben es jetzt halt erstmal gekauft. So, jetzt geht es aber für uns wieder raus. Ich wollte, wie gesagt, einfach nur mal kurz das Schwert austesten. Ja, jetzt haben wir theoretisch das beste Schwert, was es hier im Valley überhaupt gibt. Ja, kann man so sagen. Wir haben das beste Schwert, was es im Valley gibt. Geil. Ja, jetzt geht's für uns an den Strand. Leave the mine und an den Strand. An nämlich. Wobei, wir können hier kurz in die Stadt fahren, dann ist der Weg kürzer. Nee, hat einfach den Hintergrund, dass ich jetzt einfach gedacht habe, wenn wir vielleicht dann das bessere Schwert haben für die Momente, wenn wir dann doch mal wieder in die anderen Minen müssen, weil wir müssen noch ein paar Iridium-Bars besorgen. Ja, und dann können wir das Schwert ja am besten verwenden, auch wenn wir praktisch diese ganzen Quests noch erfüllen müssen, was dieser eine Herr für uns hat. Und natürlich erstmal Zeug aufsammeln. Finde ich auch geil, dass wir das praktisch alles, was wir jetzt ernten, nur in einer Qualitätsstufe ernten. Das heißt, es belegt jedes von diesen Dingern immer nur ein Slot. Okay. Okay. Naja, ich hab's verkackt. Wobei ich gerade am überlegen bin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben wir aber dieses Meerjungs-Pendant schon gekauft, oder? Also ich bin mir jetzt, ich kann es nicht beschwören.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir es doch schon gekauft. Weil ich doch damals gesagt habe, ich weiß nicht, wann es wieder regnet. Oder? Ach, ich weiß nicht. Gucken wir erstmal auf die Skala von Leuten, die uns mögen. Den Wizard müssen wir bald auch wieder ein Geschenk machen. Mani ist auch einigermaßen gut mit uns. Wie schaut es eigentlich mit dem Kent aus? Ein Herz dafür, dass wir ihm das Ding gegeben haben, was er für seine Frau wollte. Dankeschön. Hey, Quest. Green Algae. Nichts, das wir unbedingt jetzt brauchen. Grüne Algen. Ja, gut. Dann schaue ich einfach nochmal kurz durch, ob wir es wirklich schon gekauft haben, das Meerjungspendant. Wenn wir es gekauft haben, natürlich wäre das optimal. Das wäre dann wirklich das Optimum Plus. Die Sache ist halt, wo haben wir es reingesteckt? So, erstmal das Zeug verkaufen. Dann können wir den Jade mal schnell abladen. Ah, okay, die Dame macht da weiter an unserem Zeug rum. Wartet. Dann ist vielleicht draußen in der Kiste. Ich meine, wenn wir es jetzt wirklich nicht gekauft haben, dann wäre das eigentlich beschissen. Weil wir echt lange wieder warten müssen, bis wir das Ding haben. Also bis praktisch, wir müssen bis zum nächsten Regensturm warten, bis der Typ dann wieder spawnt. Ach, wobei, warte doch mal. Explosive Armor. Rain Totem. Hardwood Trüffelöl, alles klar. Okay, Trüffelöl haben wir leider doch nicht. Ich hatte gedacht, okay, nochmal hier gucken. Nee. Hä? Das ist echt nicht. Okay, das sind jetzt Dinge, die mich echt verwirren. Nee, ich sag's mal so, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich sag, oh mein Gott, ich raste gleich aus, sondern es ist halt, dadurch verschiebt sich halt einfach die Hochzeit ein bisschen. Und dass sich die Hochzeit verschiebt, kann man halt einfach sehen, wie man möchte. Wir haben ja so viel von dem Zeug angepflanzt, ne? So, das sollte jetzt passen. Jetzt kann das Zeug wieder nachwachsen und der Honey ist fertig. Haben wir Platz für Honey hier? Problem ist, wir müssen auch noch die... Beets? Beets? Was haben wir da eigentlich angepflanzt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall immer, was wir da angepflanzt haben, müssen wir wegmachen. Gießen. Nicht wegmachen. Gießen. Oh Gott. Ja, das ist halt... Ich bin halt jetzt schon ein bisschen abgefuckt. Dass wir den Typen verpasst haben. It's getting late. Okay, normalerweise sollten wir es noch packen. Wenn wir uns anstrengen. Bis zwei haben wir ja Zeit. Nee, weil, ja, wir müssen praktisch bis zum nächsten Regen warten, bis der Bruder wiederkommt. Das Problem ist, Trüffelöl werden wir jetzt auch so schnell gar nicht bekommen, sodass wir sagen, okay, das ist jetzt relativ egal. Zur Not heiraten wir einfach im Herbst. Naja, ich sag's mal so, ich bin damit jetzt auch nicht so abgefuckt, dass ich sag, oh mein Gott, ich will unbedingt im Sommer heiraten, weil der Herbst ist ja eigentlich auch schön. Das Einzige, was ich nicht möchte, ist im Winter heiraten. Ich weiß nicht, im Winter stelle ich mir das nicht so schön vor. Also weiße Schneelandschaft natürlich, ja, da musst du halt auch wieder einen Tag finden, wo es schneit. Ansonsten hast du hier im Valley halt auch deine Probleme. Also ich persönlich fände es einfach geiler, oh Gott, wenn wir es schaffen, im Sommer zu heiraten. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Oh Gott. Unverkackt. Okay, egal. Ja. Ich musste ja gießen. Oh Mann, schon wieder passiert uns das. Naja, jetzt schlafen wir praktisch auf unserem Hof ein. Sie sagen wieder, irgendein Typ hat dich gefunden und er hat dir 1000 Gold abgecheckt. Naja, gibt Schlimmeres.
So, oh. Oh, ach stimmt, wir hatten dieses ganze Pickle. Orange Pickle, okay, so viel bringt das Zeug halt jetzt echt nicht. Der Ancient Fruit Jelly zum Beispiel, po po po. Ja. Nein, schade. Gut. Also wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Bis dahin, macht's gut.